Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute lernen wir einen neuen Akkord, das ist der F-Akkord. Er kommt vor in vielen Liedern, wir haben bis jetzt C, G7 und der F-Akkord ist unser dritter Akkord. Ein Akkord ist immer der erste, der dritte und der fünfte Ton. Und der C-Akkord besteht aus den Tönen C, E, G, wie ihr wisst. Der F-Akkord hat als Grundton ein F. Also besteht der F-Akkord aus F, A und C. Wenn sich der F-Akkord und der C-Akkord abwechseln, sehr viel springen. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, dass der F-Akkord umgedreht wird, nämlich statt das C hier oben zu spielen, kann ich das C hier unten spielen. Dann klingt der F-Akkord so. Und meistens kommt danach wieder der C-Akkord. Dann ist es für mich angenehm zu spielen und das üben wir jetzt. C-Akkord, F-Akkord, C-Akkord. Wir spielen zum Mitmachen immer C, D, G und dann mit nachher. Einmal C-Akkord macht mit C, D, G zusammen. Jetzt den F-Akkord, der untere Ton bleibt. C mit zweiten Finger F. Daumen A miteinander, nochmal C, F, A miteinander und wir gehen wieder zurück zum C-Akkord. Und nochmal den C-Akkord. Und noch ein Wechsel zum F-Akkord. Jetzt wechseln wir immer jeden Akkord einmal. C, F und wieder C. Jetzt mache ich meine roten Punkte weg. Lassen wir die Stufen weg und spielen gleich den C-Akkord alle drei Töne aufs Mal. Und für den F-Akkord liegt hier schon mein zweiter Finger, der Daumen geht eins hoch und der kleine Finger bleibt. Wir spielen zweimal C-Akkord, zweimal F-Akkord. Und zum Schluss spielen wir alle drei Akkorde, die wir kennen. C, F und wieder C-Akkord.